Hey Leute und willkommen zu einem neuen LP und zwar Super Mario Party, den quasi Story-Modus, sage ich mal, auch wenn es nicht ein richtiger ist, aber diese Minispiele eben und noch ein paar Bonus-Sachen. Aber wir fangen hier auch komplett auf einem neuen Spielstand an, extra damit alles richtig ist und nicht so wie im Stream quasi das Angefangene. Also legen wir doch gleich los. Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Aber was bedeutet das? Und wie soll man es entscheiden? Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar retten könnte. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Und sie scheinen ganz heiß darauf zu sein, dieses Mal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Das Organisationsteam für die Wettbewerbe besteht aus alten Bekannten, meiner Freundin Toadette und mir selbst. Also dann, legen wir... Hast du da etwas nicht vergessen? Es könnte doch jemand zum Superstar werden. Stimmt's, Leute? Ja, das ist nämlich das Geile. Alle dabei, die ganzen Bösen. Und überhaupt, dem Organisationsteam traue ich nicht über den Weg. Kamek, du machst auch beim Organisationsteam mit und lass dich nicht von den anderen unterbuttern. Jawohl. Aber wartet nicht, dass ich euch Vorteile gewähre, verehrter Bowser. Sicher nicht, nein. Sehr schön. Mit Kameks Hilfe sollten die Vorbereitungen noch schneller abgeschlossen sein. Ja, sieht schön aus, muss ich sagen. So Leute, jetzt sind wir startklar. Kamek mit der Schleife über den Tod. Wartet nur ab, was wir in petto haben. Oh, Kamek mit der Schleife, die sieht so geil aus. Und ich habe noch nicht 100% herausgefunden, wie man diese Schafs bekommt. Aber das werden wir auch in dem LP hier machen. Und ich glaube, dafür müssen wir die einzelnen... Ja, statt bei Friends, ich würde aber ich glaube, dafür müssen wir diese quasi Missionen, die uns so deftig in der richtigen Reihenfolge eben auch ausführen. Weil zum Beispiel, das erste Mal hat sie gesagt, diese Rhythmus in die Spiele. Ich muss sagen, die Hauptmelodie gefällt mir eigentlich. Die erinnert mich ein bisschen an Super Mario 3D World. Und jetzt natürlich die Frage, wen nehmen wir? Es gibt viele coole Charaktere hier. Shy Guy hatte ich im Stream. Vielleicht gibt es mir einen anderen. Oder vielleicht nicht. Wisst ihr, was wir nehmen? Shy Guy. Der passt doch eigentlich gut so. Mysterium und Shy Guy ist ja auch so ein anonymer Typ, also. Ja. Willkommen, hier ist ein Weg zur Partyplaza. Wem möchtest du eine Party feiern? Ja, wir haben normal stark und sehr stark. Aber das spielt für uns ja erstmal keine Rolle, wenn wir den Minispiel-Modus machen. Aber naja, ja. Werden wir halt einfach mal stark. Weil so ein Minispiel-Modus ist schon wieder alleine. So, ich war zumindest. Eine letzte Geste im Wettkampf ist übrigens mit den anderen abgekoppelt. Am schönsten ist es, wenn alle Attacken genau treffen. Wie wäre es mit einem Versuch? Fertig? Yeah! Aber das bringt die Wettkämpfer doch einander näher, nicht wahr? Und nun viel Spaß bei der Party. Bis dann. Ja. Oh. Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei den vorbeischauen, ja? Tschüss dann, diesmal wirklich. Also, hier können wir uns jetzt übrigens frei bewegen, finde ich auch mal cool. Weil normalerweise war es immer so eine Auswählen-Lobby, aber hier können wir uns jetzt wirklich mal bewegen. Oh, Shy Guy. Diese Party ist so groß, dass ich hier etwas für dich zur besten Orientierung habe. Ein Gerät, das ist richtig, was er macht. Das Totemlet. Ich habe es schon vorher gesagt, weil ich schon kenne, aber... Immer noch so, Leute. Ich hoffe, es hilft dir.
Ach, schweiges Geräusch sind immer noch die geilsten. Mittel, du kannst jetzt das Toad-Tablet verwenden. Darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Toad-Tablet, um zur Party Plaza zurückzukehren. Das ja, also wie es aussieht, dürfen wir gar nicht mit dem Spieldingern anfangen, hier in Anführungsstrichen Story-Modus. Ja, ihr sagt, wir sollen alle Minispiele freischalten. Ich gehe stark davon aus, dass das der Modus ist, weil es ist eine der beiden Röhren, die es hier auch gibt. Das würde heißen, wir müssten tatsächlich alle Minispiele freischalten. Und ja, das wird noch eine Weile dauern. So, und zwar da wir nicht mit dem Minispielmodus hier anfangen können, weil wir dafür zuerst alle Minispiele freigeschaltet haben müssen, fangen wir an, die Juwelen zuerst zu sammeln. Und Toadette kann uns da sagen, wo wir anfangen. Hast du Fragen zu den Juwelen? Dann habe ich die Antworten. Ja? Falls du auf der Jagd nach Juwelen bist, dann würde ich dir Folgendes vorschlagen. Beatbühne. Ich wünsche dir eine super Party. Viel Spaß. Ja, dann machen wir doch einmal die Beatbühne. Hast du Rhythmus im Blut? Dann ist die Beatbühne genau das Richtige für dich. Bring das Publikum mit einem grandiosen Auftritt zum Kochen. Werden wir machen. Beweise dem Publikum mit einer grandiosen Vorstellung, dass du Rhythmus im Blut hast. Das ist auch das Einzige, was man aktuell auswählen kann. Da oben sehe ich schon drei CDs oder zweimal eine und einmal zwei und das Juwelenstück eben. Lautstärke aufdrehen, aufstehen und spielen. Ja, versuchen wir es mal so. Ohne aufstehen. Wäre schlecht wegen Mikrofon. Ja klar, verwende ich die Handgelenksschlaufe. Moment, ich lege sie vielleicht noch an. Das Haus ist komplett ausverkauft. Gleich beginnt die Show. Ah, und Waluigi übt schon mal, wie es aussieht. Yeah. Bist du bereit, Shy Guy? Ja. Wie ist es bei dir, Waluigi? Und du, Rosalina, bereit? Bei dir ist klar, Mario. Ja, sieht so aus. Zeit für den ultimativen Bühnenauftritt. Jo. Wir scheinen ganz gut eingeübt zu sein, also los, würde ich sagen. Warte mal. Ne, okay, das ist keine Switcher, sieht so ein bisschen so aus. Okay. Warte, ich will nichts machen. Okay. Ach so, man spielt aber die normalen Minispiele, okay. Das habe zum Beispiel habe ich schon mal gespielt. Ja gut, scheint ganz gut zu laufen. Und auch ohne aufzustehen geht es ganz gut. Ja, jetzt am Ende läuft es nicht mehr so gut, aber immer noch klar gewonnen. Karton umdrehen. Okay. Ah, okay. Da drin bin ich nicht so gut, wie es aussieht.
Obwohl, jetzt läuft es langsam. Da sage ich, es läuft gut und ich verkacke alles. Aber naja, trotzdem immer noch Erster. Ja, und auch dafür muss man nicht laufen, wie in diesem etwas merkwürdigen Trailer. Naja. So. Sorry für meine spärlichen Kommentare. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. So, wie sieht es denn vom Punkt? Ah, sehen wir noch nicht. Ich dachte da eigentlich, dass das Ende war. Wie es aussieht, doch nicht. Okay, macht ihr echt einen Stresstest. Jetzt soll ich schnell noch ein bisschen winken. Weil die lernst immer noch weiter. Gut, ich denke, ich sollte gewonnen haben, oder? Gewonnen hat. Jetzt holen sie alle ihre Laserschwerter raus. Ja, scheißegal. Wundert mich jetzt nicht so. Das ging ja eigentlich ziemlich schnell. Vielleicht kriegen wir heute sogar alle Rhythmus-Sachen so durch. 80,8%. Okay. Zugabe, Spiel. Was ist denn das? So, nach einer Ruhestörung geht es jetzt weiter. Und ich frage mich jetzt wirklich, was die Zugabe hier ist. Ich will es mal schauen. Ist jetzt einfach nochmal spielen oder was? Was möchtest du jetzt tun, Scheigei? Ach so, okay, da gibt's mehrere. Normal und Remix. Machen wir mal Remix. Das ist jetzt wahrscheinlich das Neue, was wir freigeschaltet haben, oder? Naja, probieren wir es, wie gesagt, einfach mal. So. Was kommt denn jetzt? Zieh die Tischdecke weg. Okay. Ich scheine daran nicht gut zu sein. Ach so, warte mal, es ist gar nicht das Ziel. Ist gar nicht das Ziel, dass sie umfallen. Sonst so schaffen, dass sie stehen bleiben. Oh. It's a me, Mario. Okay, das ist nice. Jetzt wissen wir auf der Strecke hier eben quasi. Ich muss jetzt mehr auf den Rhythmus achten, anstatt... Oh, sorry. Anstatt... Ich achte nämlich immer auf... Ach so. Ja, ich führe nicht, ich habe ja quasi immer darauf geachtet, eher wo die Blöcke sind. Naja. Okay.
Versuchen wir einmal das. Lol. Ich dachte gerade, dass das Kuhweide wäre oder was habe ich? Ich glaube. Okay, ich bin nicht so gut wie im ersten. Ja, das ist nicht gut. Schneller. Oh, okay. Gleich ein schneller jetzt. Ah, scheiße. Ich weiß, es läuft gerade nicht gut. Oh, Rosalina führt deutlich mit 202. Ich habe halt auch die schweren Comps genommen. Vielleicht hätte ich nochmal hinnehmen sollen. Definitiv nicht gewonnen. Ne, never. Sieht wohl so aus, ob wir es gleich nochmal probieren müssten. Gewonnen hat Rosalina. Sag ich klar. Oder? Ja, Rosalina. Wie ich gesagt habe. Naja. 245 waren tatsächlich der schlechteste von allen. Schauen wir mal. Ist es jetzt Remix und normal, dass wir hier auch tatsächlich zur Auswahl haben? Oder war das so eine Art Bonus-Ding? Bravo, das war fantastisch. Remix geschafft, bravo. Eigentlich habe ich es nicht wirklich geschafft. Aber naja. Okay, ich glaube, dass jetzt tatsächlich das als geschafft quasi gilt, auch wenn ich nicht so weiß warum. Aber vielleicht muss man es auch nur einmal gespielt haben. Das kann auch sein. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, okay, jetzt Remix oder schwierig. Probieren wir lieber noch einmal Remix. Wenn es jetzt mal immer noch nicht funktioniert, ja, dann muss ich mir was überlegen. Okay, das ist anscheinend so eine Art Aufwärmspiel, was am Anfang immer gemacht wird, denke ich mal. Ist immer zufällig oder? Tatsächlich, anscheinend ist es zufällig. Ich muss mich gerade wieder konzentrieren halt. Darum bin ich ein bisschen ruhiger. Thank you.
Okay, es geht weiter. Mit Fenster putzen. Sonst sind sogar Toads, die arbeiten. Und tatsächlich habe ich gerade ein gutes Timing. Sagt er und verkackte zweimal. So, das heißt einfach noch Spam. 148, ich führe stark. Haben wir die Gesten nach? Okay. Luigi. Ja. Ach so. Okay. Ach so, wir sollten gar nicht. Oh shit. Da muss ich jetzt sogar zwei Sachen auf einmal kombinieren. Na toll. daran war ich jetzt schlecht. Ich denke, im letzten werde ich jetzt auch immer noch nicht strahlen, aber naja, ich führe immer noch deutlich. Alter, der Rote. Puh, aber diesmal lief es immer noch gut. Jetzt Fenster putzen. Ich denke, das sollte ja immer noch nicht so schwierig sein. Sauer, Leute, ich brauche volle Konzentration, muss ich da sagen. So, jetzt nicht mehr, aber... Oh, ich führe deutlich. Also um einiges besser als beim letzten Mal. Das waren wohl nicht so meine Disziplinen beim letzten Mal. Naja. So. Gott, das habe ich ja total verkackt. Aber trotzdem, es sollte noch für den Sieg reichen. Und ich muss sagen, die Spiele, die jetzt diesmal da haben, waren doch eigentlich alle ganz cool. Auch wenn das letzte auf den ersten Blick nicht so gut aussah. Doch, es war schon cool mit den Kombinationen und so. Und das hat gut funktioniert. Also wirklich, wäre das auf der Wii gewesen, es hätte überhaupt nicht funktioniert, sage ich euch. Da diese minimalen Unterschiede. Ja, wir haben gewonnen. Und ich hoffe mal, dass wir auch noch beim letzten gewinnen werden. 353. Deutlich. Gut. Aber die Zugabe spielen wir nach einem weiteren kurzen Cut. So, dann machen wir jetzt die Zugabe. Und zwar als letztes. Schwierig. Mal sehen, wie schwierig das denn wirklich ist.
So. Und hier beginnen wir mit... Oh. Das ist beim letzten Mal so, naja, gelaufen. Naja, vielleicht wird's gehen. Oh Gott, ey. Ich bin echt nicht gut da drin. Alter. Holy shit, ey. Es lief gar nicht gut. Überhaupt nicht. Hier gibt es tatsächlich nur 3. Aber ich glaube, sind dafür schwierig. Also schwieriger als normal zumindest. So. Komm, wir überholen Mario. Jau, nicht mehr letzter. Erster. Immer noch Erster. Komm schon. 134. 10 Punkte mehr als Rosalina. Oh, ein neues Spiel. Die Maulwürfe treffen. Oh Gott, ey, mein Arm stirbt hier bald ab. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir könnten noch verloren haben. Haben wir verloren oder gewonnen? Das ist jetzt die Frage. Das ist das erste Mal spannend. Das erste Mal weiß ich keine klare Antwort darauf. Und... Der Sieger ist Shy Guy. Ja, wir haben es. Sollten wir jetzt unser erstes Juwelstück oder was auch immer, wie das heißt, unseren ersten Juwel? Ich weiß nicht, ob es ein Juwel ist oder ein Juwelenstück oder sowas. Aber egal, auf jeden Fall sollten wir das erste davon bekommen. Mal sehen. Ja. So ein goldener Mond so. Yippie, du hast die Beatbühne auf... Ja, so spricht Toilette. Yippie, du hast die Beatbühne auf schwierig geschafft. Ich habe immer noch Herzklopfen nach deiner Vorstellung. Damit bist du deinem Traum der... Damit bist du deinem Traum der Superstar zu beenden, hoffentlich einen großen Schritt näher gekommen. In Anerkennung deines traumwandlerischen, sicheren Auftritts auf der Beatbühne verleihe ich dir hiermit das Traumjuwel. Glückwunsch! Jo. Schalten wir schon irgendwas frei, oder? Du brauchst noch 4 Juwelen, bis du sie alle hast. Leg dich ins Zeug, um ein Superstar zu werden. Mache ich. Und das war's jetzt eigentlich auch schon von dem Part. Aber wir wollen hier noch kurz schauen, was wir denn demnächst machen sollen.
Bravo, das war fantastisch. Schwierig geschafft, bravo. Du hast das Traumjuwel erhalten. Ja, Leute, ich war jetzt gerade kurz bei Bird und habe ein paar Fragen beantwortet, aber ich denke, es kommt in den Bonuspart dann. Hier habt ihr jetzt erstmal nur die Beatbühne gehabt. Im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Raft-Abenteuer. Danke natürlich an euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Bis dann. Und ciao.